Ja, Bob. Was geht? Du bist auf Lautsprecher, ne? Defense gegen Morant. Trainer hat mit Absicht hingemacht, weil du auch spritzig bist, ne? Ja. Aber er ist ein Monster, ich bin ehrlich, er ist krass. Ehrlich? Und ich habe noch eine Frage. Wo, wer, also egal woher, woher hat er das Selbstvertrauen, dieser Dylan Brooks? Ach so. Gott bewahre, er muss sich Aber eine Kerze. Ich bin ehrlich, ne? Ich muss sagen, ich feiere das, weil im Endeffekt, wenn du gegen den besten Spieler spielst, sagen wir, du spielst gegen Cristiano jetzt, ja. Du. Ja. Du verteidigst ihn, okay? Ja. Und du weißt, ihr spielt bis vier. Dann sagst du ja nicht im Interview, ey, das ist mein Lieblingsspieler. Ja, natürlich. Was soll ich dir sagen? Also er ist halt auch in seinem Kopf gewesen so, weißt du? Weil er halt so viel redet. Er hat seinen Job gut gemacht, aber was nicht gut war, ist, dass er nicht zum Interviews. Also zum genau, Interviews genau, ist. Genau. Das ist er hat nämlich Gesicht gezeigt, wo er gewonnen hat und hat ein bisschen richtig, Druck gemacht. Und dann, wo sie auf die Schnauze geflogen sind, war er nicht ja mehr vor den Kameras. Und das ist das, was mich auch ab... War nicht cool, aber ich meine, wenn du halt gegen einen guten spielst, dann natürlich willst du nicht sagen, oh, er ist mein... Weißt du, ja, dein Vor... Spieler, genau. Alter. Deswegen habe ich das schon respektiert, aber das, was er gemacht hat und nicht zu den Interviews gegangen ist, habe ich nicht respektieren können. Okay, okay, okay. Ey, wir sehen uns in den Finals, ich bin mir sicher. Okay, Bro. Digga, ist euch eigentlich gerade bewusst, dass ich mit Dennis Schröder spreche, als wäre er mein Bro seit Tag 1? Ist euch das bewusst? Der ist so cool. Der ist so cool, Digga. Der spielt in der NBA.